Ja. So tief ist der Schnee, leck mich am Ärmel. Wahnsinn. Ich hatte wirklich die Hoffnung, dass wir so früh auf dem Berg sind, dass wir mitbekommen, wenn die Sonne aufgeht. Sonne aufgeht in Anführungszeichen, wird nicht viel durchkommen. Es ist halt komplett diesig, aber dass wir eine gewisse Grundhelligkeit haben, um Aufnahmen machen zu können. Und natürlich würden wir gerne Tiere fotografieren und wenn sich was ergibt, dann machen wir das auch. Aber der Hauptgrund hierher zu kommen war einfach, ja, Kalendermotive, still. Wirklich Bäume, Schnee drauf, Schneelandschaft und so weiter. Und ich hatte natürlich so meine Bedenken, ob das so hinhaut, aber wow. Wow, mehr kann ich nicht sagen. Hammerhart. Hammerhart. Leute, dranbleiben. Ich bin jetzt mal ein paar Meter gelaufen. Ein paar Meter ist kein Spaß. Ich habe es fertig gebracht, bis über den Oberschenkel einzusinken. Es ist unglaublich. Also ich war vor vielen Jahren jedes Wochenende am Feldberg zum Snowboarden. Und ich weiß, was Schnee ist, aber ich habe das schon so lange nicht mehr gesehen und vor allem damals, klar, Tourismus, viele Leute und so weiter, aber wir sind ja hier komplett allein gerade. Und ja klar, um die Uhrzeit. Aber ich bin so geflasht. Es ist so unglaublich geil. Ich bin jetzt ungefähr eine Dreiviertelstunde unterwegs. So lange habe ich auch den Markus nicht gesehen. Keine Ahnung, wo der steckt. Den habe ich jetzt mal hinter mir gelassen. Das Auge geht von links nach rechts und oh wow und oh, das ist auch klasse und du weißt gar nicht, was du machen sollst. Mal gespannt, wie lange es dauert, bis ich mit der Situation hier zurechtkomme, ohne nur noch rumzuschwärmen. Ach, oh, jetzt wird's. Da wird's richtig heftig. Achtung. Ich würde sagen, ich mache noch ein paar Bilder. Ja. Zwischenzeitlich schneit es recht heftig. Wir haben 2, 3 Skifahrer gesehen. Wollte ich sagen, wir haben Skifahrer gesehen. Und dann kommt der Pfiff aus dem Weg. Ich weiß aus meiner Kindheit, dass ich es auch schon bei uns in der Region mitbekommen habe, dass Schnee, also ich sag mal zumindest Schienbein hoch, ne, beim erwachsenen Mann war. Aber dass ich heute sowas erleben darf, das flasht mich absolut. So, jetzt habe ich was gesehen, das muss ich fotografieren. Das hat sich von heute Morgen bis heute Mittag gehalten, dass ich einfach nur rumlaufe und denke alle 3 Meter, oh wow, oh cool, oh mega. Du weißt überhaupt nicht, und ich hoffe, dass die Bilder überhaupt das rüberbringen, was wir hier sehen. Keine Ahnung, ob das so hinhaut. Aber ich habe so viel Videomaterial, vielleicht vermittelt das so ein bisschen den Eindruck. Das wäre schon der Hit. So, bin dann mal weg, knipsen.